Da sind wir wieder. Ja, Leute, es ist soweit. Und zwar Anime-Duelle geht in die nächste Runde. Ja, viele haben spekuliert, was passiert jetzt, nachdem wir eben die OG-Serie durch haben. Wird jetzt was weiteres kommen oder was Neues? Und ja, Leute, ihr habt in den Kommentaren natürlich richtig geraten. GX ist am Start. Bedeutet also, Anime-Duelle geht in die nächste Runde, aber mit den GX-Charakteren. Und da haben wir einige. Ja, es sind ganz schön viele. Ebenfalls haben wir die Regeln ein bisschen angepasst. Zum Beispiel, falls jemand den Charakter hatte, geht er von seinem Rad weg, aber nicht von dem anderen. Bedeutet, bei CKL Phoenix wird der Charakter drauf bleiben. Bedeutet, jeder wird jeden Charakter einmal spielen. Ich denke mal, das ist ziemlich gut, weil viele von euch haben das eben gesagt, dass man eben hier vielleicht ein bisschen mehr das so machen kann, damit eben jeder wirklich jeden Charakter spielt, weil es ja auch immer interessant ist. Und ich bin ehrlich, ich freue mich wirklich, hier jeden Charakter spielen zu dürfen. Von daher, das ist eine kleine Änderung. Und es gibt noch eine Änderung. Und zwar, wir sind im Anime-Duell. Bedeutet also, wir haben gewisse Karten drin, die zum Anime dazugehören. Das heißt, wir haben in jedem Deck Topf der Gier, Wiedergeburt, Mystischer Raumtaifun und Ruf der Gejagten. Warum Ruf der Gejagten? Naja, weil gefühlt jedes Deck in GX Ruf der Gejagten hat. Also haben wir gesagt, komm, packen wir sie wirklich in jedes Deck. Also, diese Karten sind immer in einem Deck, wollte ich eben erwähnen. Und zusätzlich haben wir ein, zwei Charaktere zusammengelegt. Das liegt einfach daran, weil die Charaktere selber nicht auf 40 Karten gekommen sind. Von daher haben wir das Ganze eben hier zusammengefügt. Also da eine kleine Anmerkung. Und ebenfalls muss man bedenken, dass wir zum Teil auch die Manga-Karten hinzugepackt haben. Bedeutet also, falls ihr eine Karte seht und fragt, hä? Die wurde aber gar nicht im Anime gespielt. Naja, liegt einfach daran, dass sie im Manga war. Von daher, hier zur Aufklärung. Und natürlich, ey Leute, ihr wisst es doch. Wie immer ist es so, das Ganze ist ein Best of Three hier. Bedeutet also, falls ihr das komplette Match sehen wollt, müsst ihr rüber zu CK gehen. Ist am Ende auch in der Endcard verlinkt. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was unser erster Charakter ist. Jetzt geht's wieder ans Rad. Ich freue mich sehr. Gegen wen möchtest du nicht spielen? Also, ich habe keinen Bock gegen Chaz und auch nicht gegen Aster, weil die sind krass. Zane auch, wenn er gute Cyberdrachen zieht. Deshalb. Wenn er gute Cyberdrachen zieht. Dann wollen wir mal sehen, ob ich einen guten Charakter nehme. Und Spin! Und wir haben... Oh... Gleich eine Kombination Atticus und Night Shroud zusammen. Interessant. Oh, okay, das ist krass. Sind wir auch schon im Deck und viele wissen gar nicht, um was es sich hier handelt. Wir haben ja hier die zwei Charaktere zusammengelegt. Wir haben einmal den Bruder von Alexis. Ja, Leute, der hat einen Bruder. Und einmal Night Shroud, der quasi den Bruder mal kontrolliert hat, beziehungsweise für ihn gespielt hat. Von daher kann man das auf jeden Fall akzeptieren, dass man die zusammenlegt, weil es indirekt zeitweise eine Person war. Und genau, wir haben einmal Red Eyes, ja, add Red Eyes als Thema. Das ist eben das Deck von eben dem Bruder. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier Freie Welt, was Night Shroud spielt, eben mit den Field Spell kombiniert, den Gegner ein bisschen unter Druck setzt und dadurch auch einige Karten reinpacken, denn man kommt sonst nicht auf 40 Karten. So, wir haben einmal Jagddrache, Beatstick. Wir haben Red Eyes. Red Eyes muss natürlich drin sein, weil, naja, ist ein Red Eyes Deck. Ne? Dann haben wir Küken. Ist natürlich eine coole Kombo. Küken spielen, opfern und dann den holen. Dann haben wir Drachentrupp. Drachentrupp natürlich auch ein Monster, um Tributmaterial zu bekommen, was sehr wichtig ist in diesem Deck. Dann haben wir Pantherkrieger, Beatstick, 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 was immer gut ist. Dann haben wir sogar kleine Floodgates und einfach Monster zum Beschwören, was ganz gut ist. Nochmal Beatstick, was gut ist. Und dann, Lindwurm, super gute Karte natürlich. Und dann haben wir, naja, unseren größten Brick indirekt in den Deck, weil diese Karte ist nur rufbar, indem wir diese Karte opfern. Ja, ein bisschen speziell, aber wird halt gespielt, ne? Dann haben wir einmal Finsterniszerstörer. Coole Karte, die zweimal angreifen kann. Hat leider nur 2-3. 2-4 wäre natürlich deutlich besser. Dann haben wir natürlich, ja, mit Freie Welt zusammen den Drachen dazu, die natürlich sehr cool ist an sich. Dann haben wir die Atmosphäre, die sehr gut ist, weil das ist quasi aufgegeben. Also kann halt eben Monster von Gegner nehmen und ausrüsten. Sehr nice. Dann haben wir noch ein hohes Root-Monster. Allgemein, Trutmonster an sich sind gut, aber muss ja halt erstmal rufen können. Ne? Dann haben wir nochmal Rotäugiger Finsterer Drache, was natürlich ein Upgrade ist. Guter Beatstick dann am Ende. Dann haben wir noch Rotäugiger Finsterer Metalldrache, der natürlich, oh ja, eine super steile Karte. Und Finsternis Neosphäre 4-4. Boah, krasse Nummer. Und dann bei den Spells, natürlich hier, wie immer, wir haben die Regelung ja, wie gesagt, habt ihr schon erzählt, dass man eben gewisse Karten immer spielt, und zwar Wiedergeburt, Topf der Gier, MST und Called by the Grave, dementsprechend sind die natürlich drin. Dann haben wir natürlich noch Zauberfeingang-Zerstörung hier, dann nochmal Burn, Opferlamm, sehr gut zum Opfern natürlich, Recycling, Burn,
Reviving, im Friedhof legen, vor allem natürlich hier unseren Lindwurm, dann haben wir natürlich die Fehlspell, die natürlich sein muss, dann haben wir Superverjüngung, ist in dieser Variante des Decks nicht so gut umsetzbar, im Sinne von, dass man den Effekt so krass abusen kann, aber bei der Tributbeschwörung mal eine Karte ziehen, ist nett, nehmen wir mit. Dann haben wir hier unser indirektes Raigeki, dann haben wir hier nochmal Revive, dann haben wir nochmal Burn, womit wir sogar technisch gesehen einen Unentschieden da machen können. Angriff annullieren, um eben unser Monster zu protecten, um dann eben zu drüben zu beschwören und ja, Augen der Wahrheit, das ist eine richtige blöde Karte. Aber wir müssen auf 40 kommen, von daher packen wir das Ganze hier rein und schon haben wir ein komplettes Deck. Ist ganz nice, ist halt eher ein Tribut-Turbo-Deck, also wir wollen Tributen, um unser Monster zu rufen, einen Beatstick und dann nehmen wir Gegner Platz rein. Das ist die Strategie. Mal gucken, wie das Ganze in der Praxis funktionieren wird, aber ich denke mal, wir haben an sich gute Chancen, weil, wie gesagt, die Karten harmonieren miteinander auf jeden Fall und sind nicht nur Vanillas. Okay, wir haben einen Vanilla, aber insgesamt sind es halt keine Vanillas, das heißt, wir haben Effekte. Mal gucken, wie das Ganze wählen wird. Also Leute, ab ins Duell! Ja. Was ist das denn hier? Dangerous Spielfeld? Ja, ja. Boah, Lava hier. Ich meine, Lava ist eine Mischung aus Feuer und Gestein und das ist ja mein Deck, ne? Okay, fair, fair. Also mein Deck ist auch eine Mischung aus Brick und Brick. Also ich baue Häuser dementsprechend. Deswegen setze ich mal eine Karte verdeckt, zweite Karte verdeckt und dritte Karte verdeckt. Und aktiviere nichts mehr. Pass. Okay, ich bin gespannt. Fängt er super. Yeah. Let's go. Ja, ich würde sagen... Ach, warum fängt das denn so an? Weil ich habe mich so gefreut und jetzt sowas. Ich rufe meinen verwitterten Soldaten. Ja, sei aber auch mal nicht verbittert hier, ja? Ja, aber der hat 2000 Angriffspunkte, so verbittert ist er nicht. Hä? Der hat keine Downside? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ja, er hat einfach 2000. Hä? Ja, okay, GG, danke fürs Spiel, war nett mit dir zu spielen. fängt gut an. Er passt auf Preis, so von wegen so, ich hab's nicht nötig. Oh doch, er hat eine Downside. Oh, er verliert 600 ATK. Oh. Ja, Maschine, so, jetzt mal dich platt, wenn ich Monster ziehe. Okay. Reden wir nicht drüber, ja? Reden wir einfach nicht drüber. Also, weißt du, ich habe ja zwei Charaktere wie du. Ich habe einfach das Schlechteste und das Schlechteste von beiden zusammen. So, fertig. Ich bin gespannt. Ich rufe meine Alligator-Brut. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, er macht sogar Piercing. Ja, Beastickst du mich tot hier oder was? Aber nur solange ich ein anderes Reptilmonster kontrolliere. Ah, okay. Ja, dann ist ja okay. Nice, 9! Ja. Ich bin bei 2,7! Und mein Soldat wird aber nochmal schwächer. Ja. Fair. Hat der da auch einen Friedhofseffekt, oder? Falls der Kampf zerstört wird. Kann ich bei Fossilfusion suchen? Ja, wahrscheinlich! Was für Bastard, der müsste Level 5 sein. Ha! Ich hab Monster gezogen. Boah, jetzt geht's los. Okay. Jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Jetzt hast du keine Chance mehr, sag ich dir. Wie machen wir das denn jetzt hier? Bin überfordert mit der Situation, dass ich einfach spielen kann. Warte, ich muss überlegen. Aha, okay. Okay, das machen wir so. Ich rufe Jagdrache. Oh, okay. Wir gehen in die Battle Phase. Und ja, ich glaube, die Fusion muss ich dir leider geben, da kann ich halt eh nicht drumherum spielen. Boom. Erster Schaden. Die besondere Fähigkeit meines Soldaten. Junge, ich kann mir ja mein ganzes Deck suchen. Ich kann mein ganzes Deck suchen. Ah, die Luxus möchte ich auch gern haben. Aber jetzt geht's weiter. Ich aktiviere die freie Welt. Oh. So, jetzt ist auch mein hier Power-Element da. So, und jetzt setzen wir eine Karte und dann gehen wir unser Zug ab. Ich muss während der Endphase eine Karte abwerfen. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Hö? Hö? Achso, wegen der Endphase muss ich das zahlen. Ja, zack. Das ist okay. Ah, okay. Ich dachte gerade, hä, was passiert hier? Das steht auflösen, auflösen. Hä? Lol. Ja? Also, ich... Er hat einfach 100 Handkarten. Ich aktiviere meinen Glutbeschleuniger.
Nein. Hallo. Ich habe nur ein Play. Den kannst du doch jetzt nicht kaputt machen. Und dann. Ja. Ja, mehr passiert noch nicht. Ich habe eine Karte, die zeige ich dir, aber das reicht dann auch. Ich opfere meinen Löwigator. Nein. Und rufe Alligator Brut. Okay, das ist okay. Hä, haben die beide. Ah, nee, es sind beide einfach nur Alligatoren. Ich weiß nicht, was er kann. Weder ein Monster. Bitte was? Ja, der kommt in der Endphase wieder. Bitte was? Ja. Warum ist der so unfair? Keine Ahnung. Aber. Mhm. Ich aktiviere noch meine Fossilfusion. Ja, wahrscheinlich tust du das. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier los ist. Jetzt kann er alles beschwören. Ich muss sie erstmal, wenn diese Karte einmal sagt, du kannst diese Karte von dem Friedhofverband fügen, dann deine Fossilfusion zu. Während jeder Battlephase zweimal angreifen. Ja, zweimal angreifen! Was ist denn hier los? Warum kannst du solche Dinger rufen? Ja, das klingt doch gut. Ich fusioniere verwitterter Soldat und Löwigator. Ja. Für Fossilkrieger Schädelknochen. Das ist so. Hallo, ich spiele Monarch, siehst du das? Hab null extra Deck. Ich greife an. Aha, du bist direkt in meine Falle gelockt. Angriff annullieren. Oh, okay. So nicht. Einzug werde ich auf jeden Fall noch hier standhalten. Du hast die Fähigkeit meiner freien Welt vergessen. Nimm das. Achso, erst kommt dein Effekt von mir aus. Freie Welt! Ja, aber ich habe ja nichts mehr im Friedhof. Ja, dann werfe ich mein... Ja. Mein Steinbrecher ab. Steinbrecher. Okay, tun sie das. So, jetzt bin ich dran. Zieh! Drr! Oh nein. Also, du hast ein Monster im Deck. Wenn du das ziehst, dann ist halt vorbei. Ja. Ich zieh viele Monster auf. Viele Monster mit vielen Sternen. Das, glaube ich, mein Problem so in dieser Situation. Okay. Ah, verdammt, ey, was soll ich denn jetzt hier machen? Ach nee. Ai. Die Musik die ganze Zeit hektisch, chill doch mal. Die eskaliert voll. Man merkt auf jeden Fall den Unterschied zwischen. Was? Achso, du musst ein Erdemonster in Death zerstören. Ja. Ja, gut. Was ist der Unterschied zwischen uns beiden? Man merkt, dass meine Karten neuer sind. Toll! Also, dass, find ich dass super. Die Karten von Jim sind ja relativ neu im TCG, das merkt man. Ich opfere nochmal für meinen dunklen Alligator. Warum hast du alle. Du hast richtig Combo. Du hast Alligator, also du hast Reptil. Ja, ich meine, der trägt ja auch immer einen Alligator mit sich rum. Also, der heißt ja Jim Crocodile Cook, der Mann. Ja, du guckst mich hier anders hier. Was ist das einfach? 2025. Wieso kann ich nicht angreifen? Tja, meine freie Welt. Wenn du zwei Finstersmonster hast, darfst du nicht mehr angreifen. Nein! Ja! Nein! Ja! Das ist doch jetzt nicht passiert! Oder? Warum ist der denn. Nein! Ich habe drei Züge Zeit, hier noch irgendwas zu reißen. So, ich Nein. ziehe. Oh mein Gott, und es wird weitergehen, warte. Erde, findest du das? Nein, so, ich kann nicht. Ach du Scheiße. So, mein Lieber, wir mauern weiter. Hallo, lachst du mich aus? Wie kann man denn so dreist sein? Ach du liebes bisschen. Ich zahle noch 500. So, mein Lieber. So. Aha. Ja. Ja. Du musst wieder ein Erdemonster zerstören in Defense. Ja, ich hab keins, aber alles gut. Ich wüsste nicht, dass ich so weit komme. Endphase! Oh mein ja. Gott! Ja, okay, lieber. Jetzt guck ich dich hier. So, ich brauche nämlich für die ganzen Tributmonster, die ich habe, ein bisschen etwas. Und jetzt, mein Lieber, beschwöre ich es auch. Ich opfere
Halt, nein, 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 Abbruch, Abbruch, Abbruch. Warum ist denn schwächer als dein Monster? Hä? Nein, ich bin so cool. Hä? Was? Ah, ich wollte was voll Cooles machen, aber es bringt halt gar nichts, weil halt wirklich dein Monster einfach stärker ist. Ja, egal, dann muss es halt die Oldschool-Keule werden hier. So, ich opfere die beiden. Natürlich, wie es sich gehört. Okay, coole Animation. So. Und jetzt? Spezial beschwören wir direkt. Nein! Oha, rotäugiger, finsterer Drache. Der hat einfach keine Animation. Ah! ich würde sagen, wir gehen rein da. Ich muss nochmal deine Karte lesen. Hat die Friedhofseffekt? Durch Kampf zerstört wird, durch einen Karteneffekt deines Gegners wird, solange ein Reptilmonster hat. Warum ist das alles so overpowered? Egal. Battle of Faces. Attack. Friss das. Eieiei. Ei, ei. Und jetzt gehe ich in meine Endphase. Ach shit, ich muss ja Lebenspunkte zahlen. Nee, doch. Ich will das, glaube ich, noch einem. Boah, pff. Ja? Nee, ist, glaube ich, dumm. Weil, wenn du Feuermonster ausspielst, kriegst du noch Lebenspunkte. Und der einzige gute Effekt wäre ein Erden-Defense, also dass du dein eigenes Fusionsmonster zerstörst, dann muss ich zweimal zahlen. Das ist mir nicht wert. Nein, möchte ich nicht. So. Okay. Dir einen guten Job getan, würde ich sagen. Fair enough. Ja. Warte mal. Ich muss kurz überlegen. nein, okay. Noch nicht. Noch nicht. Ja, machen wir. Okay. Ja, was soll ich machen? Ich muss mich hier verteidigen. Aha, da geht er an die Verteidigung. So einer ist da also. Ja. Oh, hier kommen jetzt die Red-Eyes-Kombos. Ich sag's dir, Alter. Warte, ich muss noch lesen. Das ist schlecht. Nee, ich mach doch nicht. Shit, warum ist das so schlecht? Hä? Ich check's nicht. Egal, wir gehen in die Battle Phase. Okay. Battle Phase. Und wir kloppen jetzt. Warte, hat der einen Friedhofseffekt? Was? Warum haben die alle Friedhofseffekte? Weil die krass sind. Ja, am Arsch, dann gehe ich auf das Kleine da hier, was auch immer das ist. Ja, Nein, das tust du nicht. Wildes Feuer. Oh mein Gott, was macht die? Zerstört alle Monster auf dem Feld. Alle auf dem Feld? Ja. Ja, das ist ja okay, da habe ich kein Problem mit. Und ich krieg Token. Ja, okay, da zerstörst du deinen eigenen. Ja. Jetzt sag nicht, da triggert irgendwas. Schon wieder ein Reptil-Ei. Also macht ja Sinn, ne? Speziell. Was? Nein, was? Fossilfusion kommt zurück auf meine Hand. Ach, Diggi. Warum? Du hast aber etwas vergessen. Auch ich habe Karten, die verdeckt sind. Rotäugiger Geist. Nein. Ah, doch. Und damit willkommen zurück. Red Eyes. Nein. Ich muss sagen, das Artwork passt zu Night Shroud auch besser. Ja, das stimmt. Aber es gibt nur das Artwork, von der habe ich keine Wahl gehabt. Ja. Oh, Mainphase 2. Und da ich Angst vor dir habe, said one more. Your turn. Okay. Oh mein Gott, Nein. Also erstmal aktiviere ich meinen mystischen Raumtaifun. Nein! Na, du bist so gemein zu mir. Was hattest du denn da? Brenn der Rotäugigen. Oh, unentschieden machen wollen wir? Ja, was soll das? Das wäre voll gut gewesen, einfach unentschieden. Benutzt den Effekt von Fossilkrieger Schädelknochen. Ach, Digga, das war's dann jetzt auch komplett hier, ey. Ich hole mir Zeitstrom. Ja.
Ich will auch. Dann aktiviere ich Passivvision. Das ist so unfair. Warum darfst du die auch adden? Ey, das ist komplett unfair. Alter, ich weiß gar nicht, wen ich beschwören soll. Hä, das ist so unfair, dass die sogar triggert, wenn du deine eigenen zerstörst. Ja, ich verbann deinen rotäugigen, finsteren Drachen und meinen Steinbrecher. Bitte was? Auch noch einfach. Ja, weil. Hallo? Fossilkrieger-Schädelkönig! Ah, das ist doch so unfair alles hier. Und es geht noch weiter. Was ist das denn jetzt? Was? Ich verbanne drei Monster vor meinem Friedhof und beschwöre den flammenden Mars. Ja, warum? Übertreib halt auf 5. Ja, Mars ist, ja. Dann greife ich an mit meinem Schädelkönig. Tja, du hättest nicht damit gerechnet. Aber ich hab noch eine Pfeilenkarte. Auge der Wahrheit! Oh, ich dachte jetzt. Oh mein Gott, ich hatte kurz Angst. Oh. Aha. Einfach 2000 Defense. Warum hast du so einen Klassiker? Okay, Fossilkrieger, let's go, beende das Duell. Er kann auch was machen. Okay, nein, doch nicht. Oh. Wie immer nach einem Duell natürlich müssen wir hier drehen, aber natürlich nehmen wir hier den Charakter raus, den wir jetzt diese Folge hatten. Heißt ein Charakter weniger. Und bist du ready, dass ich drehe? Ich bin ready. Ich drehe am Rad, let's go! Und wir haben... Oh! Also ich sag mal so, auf der deutschen Meisterschaft lief es nicht so gut. Ich hoffe, mit Jubel habe ich jetzt bessere Erfahrungen. Ah, okay, ja. Ach, ich hab's wirklich vermisst, am Rad drehen zu können und dann eben den nächsten Charakter zu bekommen. Man weiß nicht, welcher er kommt und den darf man dann eben im nächsten Duell nutzen. Freue ich mich sehr drauf und vor allem bei GX gibt es so viele Charaktere, die so nice sind und ich habe wirklich Bock, eben diese zu spielen. Aber Leute, jetzt eben nächste Woche Jubel, welchen Charakter CK spielen will und wer das ganze Match heute gewonnen hat, hier in diesem Video, geht rüber zu ihm bei seiner Folge. Dort zieht er eben natürlich auch seinen Charakter und da wird ihm entschieden, wer das Best of 3 gewonnen hat. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen natürlich, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer, viel Spaß beim Duellieren.